Der weltberühmte Thomaner Chor gastiert am 21. Juni im Zwickauer Dom St. Marien. Für den Thomaskantor Gotthold Schwarz ist es eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Er hat den Ort des Geschehens vor einigen Tagen besucht, um über das Gastspiel zu sprechen. Das Konzert wurde im Brauhaus vorgestellt, das am 21. Juni die Verpflegung übernimmt. Zu dem Termin anwesend war auch Thomaskantor Gotthold Schwarz, der in diesem Amt der 17. Nachfolger Johann Sebastian Bachs ist. Als gebürtiger Zwickauer kennt er die Voraussetzungen im Dom bestens. Also nach meiner Erinnerung sind das sehr gute Voraussetzungen. Dadurch, dass diese Hallenkirche, wenn wir im Altarraum von St. Marien musizieren, hat es für die Kirche insgesamt eine sehr einnehmende und für den Hörer angenehme Wirkung. Gotthold Schwarz wurde 1952 als Sohn eines Kirchenmusikers in Zwickau geboren. Ein Besuch in der Muldestadt ist für ihn auch immer ein Besuch seiner Heimat. Auch den Gastspielort seines Chores am 21. Juni kennt er sehr genau, wenngleich er früher in anderen Kirchen der Stadt mehr Zeit verbracht hat. St. Marien ist nicht meine Wirkungsstätte gewesen. Also ich habe hier Orgelunterricht gehabt und habe natürlich auch oft in Konzerten hier mitgewirkt, habe auch oft Gottesdienste hier gespielt, als Organist auch. Aber es ist natürlich schon Heimat. Also Zwickau, dieses Heimatgefühl ist schon vorhanden und insofern ist es für mich schon sehr berührend, hier sein zu dürfen. Eingeladen wurde der Thomaskantor mit seinem weltberühmten Knabenchor von der Zwickauer Buchhandlung Marx. Deren Geschäftsführer Berthold Freitag kennt den Musikprofessor seit seiner Jugend, denn Gotthold Schwarz hatte in dem Geschäft damals zunächst eine Lehre zum Buchhändler absolviert. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich so 12, 13 Jahre alt war und öfters mal mit in der Buchhandlung den Nachmittag verbracht habe. Da kann ich mich an Herrn Schwarz gut erinnern. Ich war damals auch so ein bisschen im Pflegealter, habe so ein paar Scherze mitgemacht. Die sind sicherlich ihm noch bekannt, aber wir wollen das mal heute nicht so erzählen. Als Jugendlicher in der Buchhandlung seiner Eltern hätte Berthold Freitag nie gedacht, dass der Lehrling eines Tages als Nachfolger von Johann Sebastian Bach in die Musikgeschichte eingehen wird. Nein, damals konnte man das sicherlich nicht erwarten. Wir haben natürlich seine Entwicklung mit beobachtet. Meine Tochter hatte mal einen ehemaligen Thomaner als Freund gehabt und der hat gesagt, ja, der Gotthold Schwarz, der ist bei mir Stimmbildner gewesen. Und dann haben wir das so ein bisschen beobachtet. Er war dann, hat ihn an Thomaskantor vertreten. Er hat dann, als er krank war, schon den Thomaschor geleitet und als die Stelle dann vakant war, ist er dann irgendwie, glaube ich, vom Leipziger Bürgermeister vorgeschlagen worden, dass er Thomaskantor wird. Und da haben wir uns doch sehr gefreut. Ist schon was Tolles, wenn man sagt, Mensch, den kenne ich noch von früher her. Es wird also für alle Beteiligten ein ganz besonderes Konzert, das der Thomaner Chor als Auftakt seiner Sommerreise in Zwickau gibt.